Hallo zusammen und willkommen. Heute kümmern wir uns um die Schönheit deiner Haut. Der kannst du nämlich ganz einfach mit einem wunderbaren Vitamin zu mehr Frische und Spannkraft verhelfen. Die Rede ist natürlich von Vitamin E. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Vitamin E, was aber genau ist das? Vitamine sind Substanzen, die in unserem Körper eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen. Im Unterschied zu den Mineralien sind Vitamine organische Strukturen. Dein Körper braucht Vitamine unter anderem für Stoffwechselvorgänge, als Zellbausteine oder Antioxidantien. Jedes Vitamin ist spezialisiert und erfüllt viele Aufgaben gleichzeitig. Vitamin E ist eine fettlösliche Substanz, die vorwiegend antioxidative Wirkung hat. Genau genommen handelt es sich bei Vitamin E nicht um eine einzige Substanz, sondern um eine ganze Gruppe von 8 Wirkstoffen, die man auch Tocopherole nennt. Auf der Haut entfaltet Vitamin E eine ganz besondere Wirkung. Das Vitamin entspannt, glättet und hilft dabei, die natürlichen Feuchtigkeitsdepots wieder aufzufüllen. Extra zu diesem Zweck werden im Handel Kapseln mit Vitamin E zur Hautpflege angeboten. Was du aber bei der Anwendung beachten solltest. Für die Hautpflege eignen sich am besten Kapseln mit einem Öl und flüssigem Vitamin E. Diese Kapseln öffnest du und trägst den Inhalt direkt auf die Haut auf. Dabei musst du je nach Hauttyp allerdings ein paar Dinge beachten. Nummer 1, die Menge. Um wirklich gute Ergebnisse und optimale Hautfeuchtigkeit zu erzielen, braucht es mindestens 400 Milligramm jeden Tag. Achte bei der Anwendung auf die richtige Menge und Kontinuität. Nur wenn du deine Haut täglich mit diesem wundervollen Vitamin versorgst, werden Fältchen geglättet und das Hautbild auf natürliche Weise verfeinert und gestrafft. Nummer 2, der Zeitpunkt. Trägst du die Kapsel auf die trockene Haut auf, kann das Vitamin nicht richtig einziehen und du verschwendest einen Haufen Geld. Trage das Vitamin E immer nur pur und direkt nach einer Gesichtswäsche auf. Dann sind deine Hautporen geöffnet und der Wirkstoff gelangt auch in die tieferen Hautschichten. Verzichte direkt nach der Anwendung auf weitere Cremes. Am besten benutzt du das Vitamin E abends vor dem Zubettgehen. Nummer 3, bei besonders trockener Haut. Leidest du unter besonders trockener und sprüder Haut, profitierst du am meisten von einer Gesichtsmaske mit Vitamin E. Dazu öffnest du die Kapsel und mischt sie mit einer zerstoßenen Papaya und Banane. Trage diese Mischung auf dein Gesicht auf und lasse sie mindestens 10 Minuten einwirken. Danach wäschst du dich mit klarem und lauwarmem Wasser. Nummer 4, Achtung bei fettiger Haut und Akne. Wenn du sehr fettige Haut oder Akne hast, kann zu viel Vitamin E genau das Gegenteil bewirken. Teste die Anwendung und die Reaktion deiner Haut langsam. Gib etwas Vitamin E aus einer Kapsel auf einen Wattebausch und tupfe eine Stelle deines Gesichts sanft damit ab. Wiederhole die Behandlung und beobachte die Reaktion deiner Haut. Stellen sich Entspannung und Klärung ein, kannst du das ganze Gesicht mit einer kleinen Menge Vitamin E behandeln. Erzielst du damit ebenfalls gute Resultate, kannst du die Menge des Vitamin Es langsam erhöhen. Nehmen Pickel und Fettgehalt der Haut wieder zu, dann reduzierst du die Menge einfach etwas. Mit diesen Tipps und Tricks rund um die Anwendung von Vitamin E bist du nun bestens ausgerüstet, um die volle Kraft des Vitamins für dich und das gute Aussehen deiner Haut zu nutzen. Wir wünschen dir viel Erfolg mit diesen Anwendungen und einen allseits schönen und strahlenden Tag. Apropos, wenn du dich für Naturheilkunde interessierst, dann haben wir noch einen Tipp für dich. Mehr dazu findest du ganz oben in unserer Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.